Aus dem Weg! Bist du betrunken? Gib den Weg frei! Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. So, wir müssen jetzt der einen Perle da diesen Geburtstalisman überbringen. Das war doch die Frau, die auch dachte, sie wäre verflucht, weil sie andauernd immer nur tote Kinder geboren hatte. Voll umgehauen. Immer schön aus dem Weg. Was soll denn das? Ich darf den jetzt nicht anrempeln, oder? Bei Reeseiern, weg da! Bei Reeseiern? Oh Gott, wie eklig. Oh Gott, ich höre schon was. Nee, es war ein anderer. Ich dachte jetzt schon. Haupttier an. Oh! Ja. Da reiten wir einfach mal durch. Ich glaube, wir sind am Markt. Glaube ich zumindest. Bin mir gerade nicht sicher. Oh, da steht ein Kamel. Ich habe, was du brauchst, Heimhotep. Der Seher hatte recht, als er dich Erlöser nannte. Mein Ritual muss im Schatten des Mondes stattfinden, am Fuße der Djosa-Pyramide. Was? Wirst du mich und meine Magd so lange beschützen? Was? Auch auf der Straße lauern womöglich Gefahren. Was? Gerne. Was? Dann reiten wir zur Pyramide und warten auf die Nacht in all ihrer Pracht. Was? Oh, echt jetzt? Hier war ein Pferd. Alter, willst du nicht aufs Pferd steigen? Die Gegend ist gefährlich. Warum nicht mehr wachen? Niemand darf von dem Ritual wissen. Reisen wir deshalb abseits der Hauptstraße? Ja, es ist riskanter, aber diskreter. Dass er keinen Sohn hat, verringert das Ansehen meines Gatten. Wenn die Leute von den Kindern wüssten, die ich verlor, würden sie sicher daran zweifeln, dass die Götter ihm Gehör schenken. Schon jetzt gibt es böse Gerüchte. Meine Mühen bringen Schande über ihn und über mich. Nebet, es ist nicht deine Schuld. Still, Mara. Ich weiß, du meinst es gut, aber die Rollen sind eindeutig. Die Frau bestimmt das Geschlecht des Kindes. Okay. Ich glaube das nicht, Nebet. Das ist mir neu, ich glaub's auch Mara, nicht. Das haben wir doch schon besprochen. Lass uns jetzt lieber schweigen, für den Fall, dass es nicht nur freundlich gesinnte Ohren gibt. Gute Idee. Wow. Hab ich mich jetzt erschrocken? Da bist du ja! Oh. Dafür schlag ich dich tot! Ich töte dich! Dafür lasse ich dich leiden. Senno hat das schon vorher gemerkt gehabt. Friss das, du Ratte! Dafür lasse ich dich leiden. Und jetzt die Frauen? Die reiten einfach weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Hey, was? Oh. Was jetzt? Okay, da wir sind wären da. Wir. Mein Schwert steht zwischen deinem Ritual und allen, die es bedrohen. Ptah möge dich segnen. Naja, wer dran glaubt, ne? Ich glaube ja auch an viele Sachen, aber an sowas? Bin da recht unentschlossen. Ach, guck mal, aber aufgebaut hat sie hier schon alles. War das gerade. Das ist ein Sternschnuppen. Sternschnuppen. Guckt euch das mal an.
Jeden Morgen in meiner Kindheit sprachen mein Vater und ich das Gebet der Magi. Ein Versprechen an die Notleidenden. Ich bin ein Magi. Ich bin eine Feder in des Adlers Schwinge. Ein lebender Dolch. Ich stoße vom Himmel ins Herz des Chaos. Ich bin die unbekannte Wahrheit. Die leere Schwertscheide. Der Sohn des Nils. Und der Verteidiger des Volkes. Du kannst mich nicht töten, denn ich wandle unter den Toten. Tritt hervor am Tag, und ich geleite dich heim. Mein Sohn hätte dieses Gebet gelernt von mir. Mein Sohn hätte von mir dieses Gebet gelernt. Hätte besser gepasst. Wow. Ha. Will ich die alten Tanten jetzt noch weiter beschützen? Ich glaube nicht. Oh, guck mal, wie geil. Dilemma mit der Bäckerin machen wir jetzt noch, genau. Pyramidenjagd. Und dann geht's auf zum Krokodil. Ach, Hundi. Das ist übrigens ein Pharaonenhund, so heißt die Rasse. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Sehr hübsch. Sehen ein bisschen dem Podenko ähnlich. Sieht sehr hübsch. Sehr hübsch. Gebt den Weg frei. Es wird im Südosten des Marktes gefangen. Achso, da wird er gefangen. Gebt den Weg frei! Ist das der Mann, nach dem die Bäckerin sucht? Scheint so. Ja, wollen wir den armen Mann noch mal befreien. Bist du der Koster? Ja, das bin ich. Okay, ich habe, glaube ich, den Typen gerade befreit. Teta, die Bäckerin, bat mich, dich zu holen. Meine schöne Teta. Nun sehe ich ihr Gesicht doch noch, bevor ich sterbe. Jojo. Ich bin schwach vor Hunger und Liebe. Trägst du mich zu Teta? Klar. Wenn es sein muss. Ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Als sich irgendwo hinzuschleppen. Halt die Klappe, ey. Man hört uns noch. Kannst du laufen? Ich bin sogar zu schwach zum Stehen. Typisch. Im Ernst? Meine Kraft stammt von der schönen Teta. Oh Gott. Weiß sie, dass du so für sie empfindest? Bis jetzt reichte mein Mut nicht aus, um ihr meine Liebe zu gestehen. Oh Mädel, schwing Zudem die Hüften, ey. Bin ich ein gesuchter Mann. Allerdings, du hast deine Steuern nicht gezahlt. Das hat nichts mit Steuern zu tun. Ich werde dir alles erzählen, wenn wir wieder bei Teta sind. Teta, oh Teta, ihr Antlitz ist wie die Sonne.
Täter! Du Hoppala. Hast meinen Costa dabei! Ich wollte ihn nur ablegen. Ich sollte nicht mit dir schwatzen. Ich muss noch viel backen. So. Liegt da dieser Mann will dir etwas sagen. Jetzt kann er stehen. Nun? Täter, ich liebe dich. Was? Und ich weiß um einen Plan zur Vergiftung von Taimhotep, der Liebsten des Hohepriesters. Was? Was? Die edle Taimhotep liebt unsere Kuchen und Brote. Seit 5 Jahren schon beliefern wir den großen Tempel. Aber gestern hörte ich eine Wache sagen, dass die Kuchen diese Woche vergiftet wurden. Sind sie schon im Tempel? Ich weiß nicht. Sonst sind sie noch in der Garnison. Dann muss ich mich beeilen. Das ist mir alles zu viel. Boah, diese schönen Gefäße und Kuchen. Möchtest du dich setzen? Nein. Oh mein Gott. Erstmal voll die Schnellreise dahin, ey. Und dann geht's los. Kuchen zerstören. Lokalisiert und Attacke. Ach, da ist der Hund schon wieder. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Oh, 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 oh. Entschuldigung, Entschuldigung. Komm ich denn Bewegung! Rein? Los, gib den Weg frei! Ah. So, ich bin drinne. Entschuldige, aber ich muss... Ah, die sehen mich. Hey, was? Nein. Du hättest nicht herkommen sollen. Wow. Wow, 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 wow. Hallo? Wow. Okay, okay, okay. Sau stark. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das wird so nichts. Ich sammle die Truppen. Ich bring dich um. Okay, das wird so nichts. Ein Korb mit Kuchen. Es ist noch nicht zu spät. Ich sorge dafür, dass niemand vergiftet wird. Entkommt keiner. Was? Oh, scheiße. Jetzt ist auch noch Verstärkung gerufen worden, ey. Ich krieg das hin. Hey. Oh Gott. Noch ein Korb mit Kuchen. Die gehören auch vernichtet. So, Quest ist abgeschlossen. Das war der letzte Kuchen. Taimhotep ist jetzt sicher. Schnell lauf, 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 lauf,
dieser Fila-Typ da. Oh Gott. Okay, er fährt weiter. Der war gut. Aha. Oh, aha. Oh, aha. Okay, dann muss ich erstmal hier so durch. Und dann erstmal wieder andere Sachen sammeln. Gut, das kriege ich hin. Zack, zack. 33 Stück einsammeln. Und dann da landen. Erstes Blut. Pferdchen. Und dann ab die Post. Ich würde erstmal wieder ein bisschen rumgeritten hier. Alte Wege, die man immer hier machen muss. Also gut, dass sie das mit den Pferden wieder eingesetzt haben. Sonst gebt den Weg frei! Wäre das ja eigentlich fast unmöglich gewesen. Und ich glaube, dann hätten die Leute auch sehr schnell das Interesse daran verloren. Ich habe das Wort jetzt gesucht. Ich habe es nicht gefunden gehabt. Aus dem Weg! Andauernd wird man hier angeschrien. Okay, passe ich nie durch. Right position, get it. Whoa. Gerade, was ist das denn für ein Vieh? Was ist ein Esel? Oh. Okay, da oben. West. Oh. Oh, das schiefe Grabmal Snofrus. Ja, und da muss ich jetzt rein. Jemand war kürzlich hier. Na, da komme ich rein. Ja, no. Und ach so, da oben. Ich hasse diese Grabmäler, ey. Irgendetwas muss dahinter sein. Ja. Ich sehe auch was, aber wir kommen nie durch, ne? Ein Gitter. Ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. Da komme ich nie rein. Ha. Huh.
Oben kann ich auch nicht durch. Muss ich einen anderen Weg finden. Noch höher geht auch nicht. Okay, lass mal überlegen, wo könnte denn noch ein Eingang sein? Wir reiten einmal komplett rum. Da. Geht doch. Na, hier geht's rum. Hier hat man noch was zum Plündern. Aber das Ding hier kann nicht bewegen. Versperrt. Es muss einen Weg geben. Die Spuren hier sind frisch. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Ja, aber da habe ich doch schon auch schon gesucht. Ging doch auch nicht. Also wieder aufs Pferdchen und wieder einmal eine Runde. Ist nichts. Vielleicht von oben? Ich kann mir schon fast nicht vorstellen. So, ich habe jetzt jede Seite. Da hinten kam ich ja auch nicht weiter. Da waren ja diese Gitter davor. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Komm da nicht durch. Ich habe keine Ahnung. Und auf der anderen Seite war auch nichts. Ich weiß es nicht. Was macht mich gerade wütend? Ich kann mir auch keiner helfen.
Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Na gut, Leute, ich muss mich eh verabschieden. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.